So, wir hatten jetzt in dem Beispiel ein paar Bezeichnungen benutzt, die ich gar nicht richtig definiert hatte. Ich definiere es jetzt mal. Definition. Und ich mache es nur für Laplace-Räume. Man kann das für beliebige Wahrscheinlichkeitsräume machen, aber ich mache es jetzt erstmal nur für Laplace-Räume. Also sei Omega eine endliche Menge. Und dann nehmen wir Omega zusammen mit P, den zugehörigen Laplace-Raum. Omega zusammen mit P, der zugehörige Laplace-Raum. Dann brauchen wir noch eine Teilmenge. A in Omega eine Teilmenge. Und x geht von Omega in die reellen Zahlen. Eine Zufallsvariable. So, ja, also das ist alles, was wir brauchen. Wir haben eine Menge, zum Beispiel die Menge der Teilnehmer an einer Klausur. Wir haben Gleichverteilung, alle Teilnehmer sollen gleich wichtig sein. Eine Teilmenge, zum Beispiel die Leute, die an der Übung teilgenommen haben. Und eine Zufallsvariable, zum Beispiel die Note. Ja? Dann heißt der Erwartungswert von x, wenn ich schon weiß, a, sehr ähnliches Blau, ja, was soll das heißen? Ja, was mache ich? Ich nehme die Summe, ja, wie soll ich das schreiben? Ich nehme die Summe, Summe über alle a, die in a sind. Also ich nehme nur die Elemente, nur die Leute, die auch tatsächlich in der Übung drin waren, und für die berechne ich x von a. Ja, ja. Also die Summe der Noten von den Leuten, die in der Übung waren, geteilt durch die Anzahl der Leute, die in der Übung waren. Genau das habe ich der Excel-Tabelle ausgerechnet. Dann heißt dies der bedingte Erwartungswert von x, wenn man schon weiß. Das A eingetreten ist, wenn man schon weiß, dass A eingetreten ist. Ja, das war diese durchschnittliche Note für die Leute, die gekommen sind. Und wenn ich hier nicht A hinschreibe, dann sagt die gleiche Definition die Durchschnittsnote von den Leuten, die nicht gekommen sind. Ja, und damit kann ich dann auch noch sagen, was die Effektstärke ist. Ja. Weiter nennt man den Erwartungswert von x, wenn ich schon weiß, dass a, also dass das Ereignis a eingetreten ist, minus der Erwartungswert von x, wenn ich weiß, dass a nicht eingetreten ist, also die Differenz der Noten geteilt durch die Standardabweichung von x, ja, wie schwierig ist es, so eine Abweichung zu machen? Das nenne ich jetzt d, die Effektstärke. Und
A auf X. Ja, also die Stärke der Tatsache, dass man bei der Übung teilgenommen hat, auf die Note. Ja, also das ist unsere Effektstärke. Und ich mache jetzt gleich nochmal weitere Beispiele, um rauszufinden, was man damit anfangen kann.